Hallöchen, hier ist der Björn vom LSMPD und wir spielen Pump BMX Plus. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich schaue mir das jetzt mal zum ersten Mal an, aber es sieht recht schon ganz nice aus eigentlich. Also es ist ein lustiger Grafikstil. Apropos Stil, hier können wir einen Stil auswählen. Ah, Outfits. Guck mal hier, du musst nichts extra bezahlen. Du kannst einfach auswählen. Was ist das denn? Was ist... Achso, ich kann noch mehr auswählen, dem ich wahrscheinlich... Ah, nach rechts. Ein Helm. Ja, Helm ist wichtig. Ja, Helm. Crossbones, ne? Und... Ah, guck mal hier, du kannst das alles einfach nur auswählen. Du musst nichts dazu kaufen. Nichts mit barer Münze. Das ist ja großartig. Komm hier. Da einmal richtig Tanktop anziehen und dann läuft das. Wir spielen mal das Tutorial. Also hier bei Optionen haben wir noch Audio und Mitwirkende. Wir gucken uns mal die Mitwirkenden an. Von Adam Hunt und nochmal Adam Hunt und Zane Devon und Adam Hunt und ist es Lima oder Lima Elfen? Auf jeden Fall sehr schön. Und Kimmy und Eva und boah, was wir für alles für Leute. Alle und natürlich Ehefrau top, ne? Möchte man ganz ehrlich sagen. Und von Carbon für den PC entwickelt. Lassen wir das mal. Ich lasse das mal am Ende nochmal vielleicht durchlaufen. Auf jeden Fall sehr, sehr. Also ein relativ großes Team scheint das für den PC gemacht zu haben. Und vorher scheint es vielleicht auf dem Handy. Es ist eins von diesen klassischen Handyspielen. Naja. Achso, ja, wir wollten ein Tutorial zuerst spielen. Wir spielen jetzt das Tutorial. Pumpen. Muss ich mal selber aufpumpen? Achso, A gedrückt halten. Lasse A beim Abheben los. Benutze, um den Fahrrad zu steuern. Okay, das ist ein bisschen wie Trials. Und halte dann A gedrückt, um Sturzflug einzuleiten. Okay. Nicht vergessen, halte A gedrückt, um den Sturzflug einzuleiten. Okay. Ah, okay. Oh. Okay. Okay, das ist sehr, sehr... gut gemacht. Nächstes Tutorial. Okay, das ist ein bisschen wie Trials, aber auch anders. Drücke L und R, um dich zu drehen? Okay. Mache eine Drehung. Um einen 720, um einen 720 oder einen 1080 oder einen 14400, also 1440. Ne, das sind nicht nur Auflösungen, das geht auch anders. Oh, Alter! Langsame Drehungen sind mehr Punkte wert. 27 Backflip. Hallo? Neige, um weiter um... Ach so, okay, um Flips zu machen. Ah, okay. Ja, 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 ja. Mache einen Backflip. Okay. Habe ich jetzt schon ein bisschen vorausgenommen. Sauber. Ganz langsame Backflips und Frontflips sehen super aus, ja. Kombiniere Flips und Drehungen, um irre Tricks auszuführen. Ja, das können wir auch. Benutze R, um Tricks zu machen. Mache einen Barspin. Drücke R nach links. Okay, um einen Barspin zu machen. Gut. Halt. Oh. Ja, das war ja wohl nicht so doll, ne? Wir machen nochmal. Wir sollen wahrscheinlich nicht hinfahren. Gut. Nein, ach Mist. Ja, das machen wir wirklich nochmal. Alter. Nein, wieso falle ich immer hin? Das kann doch wohl nicht sein.
Wieso falle ich da immer hin? Okay, wir überspringen mal das Tutorial. Um die Trickart auf T2 zu ändern. Achso, Tricks T1 sind leicht, T2 sind schwer. Ah, okay. Wechsel zu T2 und drücke dann... Ja, okay, mach ein Decade. Das war aber nice. Um richtig Punkte abzusahnen, okay. Halte nach oben rechts gedrückt. Ach du meine Güte. Nein! Okay. Okay. Wir spielen einfach mal. Lokal, ja. Einführung, ja. Wir fangen mal mit Einführung an. Okay, führe einen 2000-Punkte-Trick aus, erziele 7500 Punkte und Level abgeschlossen. Und mache einen Barspin, okay. Wir nehmen mal nächstes Level. Leicht, mittel und schwer, oh mein Gott. Wir nehmen mal leicht erstmal. Okay. Guck mal hier, 3 von Spitze. Sehr schön. 3 von 4 haben wir schon erreicht. Ziele 8500 Punkte. Ja, das kriegen wir auch noch irgendwann hin. Aber wir fangen jetzt erstmal leicht an. Oh. Vielleicht hätte ich da nicht so übertreiben sollen. Autsch. Oh, hey. Mega großartig. Das finde ich auch. Sehr spannendes Spiel. Ich hoffe mal, dass... also es scheint so, als würde es... Oh. Als würde es genügend Abwechslung bieten. Ah, ja. Okay, da hätte ich noch was machen können. Oh. Ja, mit dem Gesicht voran, ne? Ah, Mist. Da hätte ich mal was machen sollen. Na, komm schon. Ah. Zu lahm? So, das ist nice. Ah, okay. Das hätte schneller gehen können. Ja, ich weiß. So, jetzt probieren wir es mal so rum. Ein 4000-Punkte-Trick haben wir nicht ausgeführt. Aber ging. Wir wollen ja hier auch mal ein bisschen... Wow. Alter. Was? Wie hätte ich... Wie viel Speed muss ich da denn haben? Ah, Mist, da bin ich auf die Stange gefallen. Nein, 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 nein. Huiuiui. Ähm.
Mann über Bord. Wie komme ich denn da hoch? Okay, ich glaube, hier liegt das Problem. Ich komme da nicht hoch. Hm. Ich probiere es mal mit dem nächsten Level. Okay, ich glaube, den will ich nochmal ausprobieren. Und mal ein paar coolere Sachen machen. Ja, das war jetzt noch nicht so cool. Okay. Ach ja, vielleicht hätte ich auch mal A drücken sollen zwischendurch. Alter! Das sah aber gut aus. Und 360 habe ich nicht gemacht. Okay, ja gut. Das lässt sich ja nie ändern. Das war vielleicht ein bisschen viel. Au! Dafür hatte ich nicht genügend Schwung. Nein, dafür hatte ich auch nicht genügend Schwung. Mist, Mist. Ah! Der steht nicht wieder auf. Ah, nein. Fast hätte ich es geschafft. Ich weiß bloß nicht, wann Schluss ist. Ach, ein Frontflip? Habe ich keinen Frontflip gemacht? Doch. Naja. Satellite. Es gibt sogar unterschiedliche Welten. Okay, da hätte ich hoch müssen. Hm. Nein, ah, Mist. Nein, ach, Schande. Nein, 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 komm, komm. Ah, Mist. Alter. Achso, ja, ich muss ja runter vom Gas. Na, da kommen wir gerade noch so. Nein, nein. Wieso bin ich runtergefallen? Nein, komm schon. Ah, Mist. So, jetzt probieren wir das mal hier auf die altmethodische. Ich weiß gar nicht, wie ich da so schnell werden soll. Hm. Okay, komm. Ah, mit der Nase. Bist auf die Nase gefallen, lol. Alles klar. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ihr konntet einen ganz guten Eindruck gewinnen.
Und dann ist dieses Mal ein bisschen kürzer, macht ja nichts. Hauptsache, man kann das Spiel mal zeigen. Und wie gesagt, wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, dann, ja, und euch das Spiel gefällt natürlich, ne? Dann kauft das doch mal und, oder auch nicht, mir eigentlich wurscht. Gibt es manchmal in Bundles und, ja. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da und, oder ein Abo oder ein Follow oder was auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.